Zwei Beamte des Polizeipräsidiums Südosthessen haben 2016 in einer WhatsApp-Gruppe Bilder mit faschistischen Inhalten ausgetauscht. Zwei Beamte der Präsidien West- und Osthessen sollen den Reichsbürgern nahestehen. Bei einer Schlägerei in Offenbach Ende 2018 waren auch rassistische Gesänge zu hören. Einer der Schläger war auch ein 21-jähriger Polizeianwärter. Im Oktober 2012 haben vier Polizeibeamte in Frankfurt-Bornheim in Deutsch-Äthiopien DRG Webelsieb bei einer Fahrkartenkontrolle in der U-Bahn verprügelt und bewusstlos geschlagen. Im November 2012 wurde der Deutsch-Marokkaner Munir Ackermann und seine Frau wegen einer Nichtigkeit von zwei Frankfurter Polizeibeamten verprügelt. Am 2. August 2018 erhielt die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bascha Yildiz einen Fax mit Drohungen gegen sie und ihre damals zweijährige Tochter. Das Schreiben an die deutsche Anwältin begann mit rassistischen Beleidigungen und endete mit der Unterschrift NSU 2.0. Die Spur führt zu einem ganz besonderen Computer. Er stand im ersten Polizeirevier in der Frankfurter Innenstadt. Das alles sind keine Einzelfälle, sondern die medial Aufmerksamkeit erhielten oder von der Polizei intern bearbeitet wurden. Denn die meisten Menschen, die von Polizeigewalt betroffen sind, erstatten keine Anzeige. Vielmehr ist Polizeigewalt für viele Menschen in Deutschland Alltag. Als Copwatch Frankfurt unterstützen wir Personen, die von Racial Profiling, insbesondere bei rassistischen Polizeikontrollen, betroffen sind. Wir bitten euch daher, aktiv zu werden, wenn ihr Racial Profiling im Alltag um euch herum wahrnehmt. Fragt die Person, die kontrolliert wird, ob sie will, dass ihr bei ihr steht, und bietet euch als Beobachterinnen oder Zeuginnen an. Lasst uns gemeinsam den rassistischen Alltag bekämpfen, indem wir aufeinander aufpassen und solidarisch miteinander sind. Wir brauchen nicht mehr Polizei, sondern eine offene, antirassistische und intersektionalistische, emanzipatorische Gesellschaft, in der wir alle sicher sind. We look out for each other. Dankeschön.